Filmst schon? Herzlich willkommen auf seinem Kanal. Neues Board. Belag aus Berlin. Nee, ist egal. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Skate-Shop. Ich glaube, das ist eine One-Man-Show. Das macht ein Typ alleine. 40 Euro ein Brett. Da haben wir gesagt, das müssen wir testen. Ich bin gespannt. Also das Shape ist geil. Es ist kein Twin-Tail. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, Grip-Tape ist natürlich super, das ist aber auch nicht dabei. Ja, Shape ist geil, erster Eindruck ist geil. Die Rolle rollt immer noch, unglaublich. Rollt noch. Und das hier war natürlich auch noch dabei. Komm mal wieder da rein. Alles fliegt hier rum. Komm, komm, komm. Oh, da fliegt was weg, Jungs. Das ist viel. Ah, mein Rücken. Tut weh. So. Die Sticker drin, da ist, es steht drin, wie man ein Skateboard behandeln soll und so weiter, aus welchem Material das ist, wie viele Schichten und so weiter. Aber das hier ist der Knaller, oder? Ja, da sind die Sticker bei, die klebst du dann drauf und dann weiß der junge Mann Bescheid. Irgendwann hast du 10 Stück gehabt, beziehungsweise 9 und das 10. ist dann umsonst. Heftige Aktion. Das ist wie beim Döner, Mann. Hier gibt es auch immer diese Bonuskarten. Wenn du hier. Der 10. Döner ist umsonst. So hat das Belag auch gesagt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Shape ist geil. Das Logo ist ein Achterboard. Achterboard ist das hier natürlich. Vor allem Achterboard. Shape ist Medium. Und das Design habe ich mir noch gar nicht selber angeguckt. Das ist was machst du da? 4 Wochen. Nach 4 Wochen lösen wir auf, sei denn, das Board gibt vorher auf. Liebe und Kongsborn. Wenn die Büchse aufgeht, dann ist die Büchse von Pandora, ne? Dann hebt er direkt die Laune an. Haben wir jetzt aber genug gelabert, so. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ich hab Bock. Und zeitgleich zu unserem Review hier findet auch auf unserem Kanal ein weiteres Gewinnspiel statt. Und dort habt ihr auch die Möglichkeit, das gleiche Board wie im Review zu gewinnen. Das Gewinnspiel geht leider aber nur noch bis zum 14.05.2021, also ran an den Speck und schnell sein. Den Link dazu findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und des Weiteren checkt auf jeden Fall auch mal belagskateshop.de ab. In dem Shop gibt es nicht nur Skateboards, sondern Accessoires, Kleidung, Stützer. Und ihr könnt euch auch euer eigenes Skateboard bedrucken lassen. Und vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für eure Ratschläge, auch nochmal Belagboards zu testen in den Kommentaren. Weiterhin auf jeden Fall noch viel Spaß mit dem Review. Beendet. Wie man sieht, es wurde benutzt. Ich bin das jetzt, wie lange bin ich das jetzt gefahren? 4 Wochen circa, ne? Ja, es ist nicht angebrochen, es ist nicht durchgebrochen, es ist. Ja, es ist geil. Concave ist geil. Grip Tape ist natürlich geil. Dementsprechend passt die Geilheit natürlich auch zusammen. Ja, auf jeden Fall krass für den Preis von 39,99, ne? Was? Ja, allerdings ohne Grip-Tape. Ohne Grip-Tape. So, der Zustand von dem Ding ist natürlich noch knackig, frisch. So muss es sein. Das Ding ist auf jeden Fall 100% kanadisches Ahornholz. Ja, das Ding ist auf jeden Fall richtig gut. Für 39,99 oder 40 Euro, wie auch immer. Auch wenn das Ding nicht eingeschweißt kommt und auch ohne Grip-Tape kommt, ey, das ist schon. Boy, also das ist schon gut, ja. Macht Bock, wenn man schon draufsteht, hast du schon Bock zu flippen. Ansage, also hat der Herr von Belag Skateboard mal ganz oben ins Regal gegriffen. Ich bin begeistert. Wenn ihr Bock habt auf ein geiles Board, auf ein geiles Brett, auf geiles Holz, auf geiles Shape, auf geiles Concave, ja, kauft das. Kauft das
Belag-Skateboard. Ich weiß nicht, welche Designs es noch gibt, aber ist auch egal. Wird eher abgeslidet, aber das gefällt mir ganz gut. Und ja, wenn das Ding dann fertig ist mit der Welt, werden wir es sehen im Status, wenn wir es dann posten. In diesem Sinne, man sieht sich irgendwo, irgendwann. Ah!